feiern, bis Doc Faustus kommt. Was hat er uns gequält? Was haben wir alles an ihm rumgedoktert? An Goethes Faust und seinem Pudelskern. Und doch ist er nicht tot zu kriegen. Eine grelle Auferstehung, ein geiles Remake erleben wir gerade am jungen Nationaltheater Mannheim im Schnavel. Goethes Top-Act Teil 1 von 1808. Grandios anders. Hip, frech, flott. Dieser Faust verleiht Flügel. Und doch ist er mit Vorsicht zu genießen. Heinrich, mir graut's vor dir. Unser Faust, ein Messi zwischen Ekelessen, Pornoheftchen und Pizzaschachteln, die Studierstube ein verwahrloster Sperrholzverschlag. Mein Gott, Faust, du armes Schwein. Es steckt, glaube ich, sehr viel Goethe noch drin. Wir sind beim Originaltext geblieben, es gibt keine Fremdtexte. Es gibt ein paar Vereinfachungen im Vers, so, die sind nicht alle so lang wie im Original. Und der Plot ist auch sehr werktreu erzählt. Was sucht ihr? Mächtig und gelenkt ihr, Himmelstöne mich! Fausts Leiden erleben wir anfangs als 20-minütiges Live-Video. Daraus wird ein köstliches Maskenspiel und darin erkennen wir, Faust geht auch anders als in klassischem Sprechtheater. Ich habe versucht, das Ganze auf die drei wesentlichen Prinzipien zu reduzieren. Und das ist für mich im Faust Gretchen, Mephisto und Faust, also ganz simpel. Und es sind drei Mephistos, weil sie einerseits als Spielleiter fungieren und andererseits natürlich zu dritt manipulativer agieren können. Jan Friedrichs Regiedebüt ist vor allem kunstvoll. Im flotten Stil eines rockigen Musicals mit viel Fantasie erzählt und im Ehrgeiz durch grelle Bilderwelten Kids ab 16 Jahren an die heutige, teils heikle Schauspielästhetik heranzuführen. Das Video, da guckt man, also vergrößert man ja oft die Mimik einfach. Man guckt total in den Menschen rein. Es ist sehr, ein sehr intimes Spiel mit der Kamera. Und das Gesicht wird in den Mittelpunkt gerückt. Und die Maske schneidet das Gesicht quasi ab und der Körper oder der agierende Schauspielerkörper steht im Vordergrund. Und Maskenspiel ist ja generell ein viel ganzkörperliches Spiel. Klassiker zu entstauben funktioniert hier vorbildlich. Jan Friedrich und allen voran Uwe Topmann als Faust zeigen uns die Welt, in der wir leben, in einer auf Neudeutsch abgefahrenen Story. Weltschauspiel, aber ach, ein Schauspiel nur. Mein Ansatz ist es nicht, eine Botschaft den jungen Leuten mit auf den Weg zu geben, sondern ich mache eher ganz viele Angebote, wo jeder bei dem andocken kann, was ihn berührt, was er interessant findet, was ihn anspricht. Aber es gibt keine konkrete Botschaft. Es ist einfach eine Geschichte und die macht mit jedem was anderes.